So, wo ist der Heini? Okay, dann schlag mich mal K.O. Schöne Sounds, du, ne? Komm, schlag mich K.O. Ich will mal was testen. Ich habe mal gespeichert. Man soll ja dabei zusehen, wie man weggezogen wird. Okay. Mal gucken. Ah, da, seht ihr? Das ist auch neu. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hallo. Schon sofort tot? Das ist ja toll. Naja, war ja nur ein Test, ne? Obwohl, hier steht Public Alpha Version 016. Komisch. Hier seht ihr die 017, wann die kommt. Okay, jetzt sind wir auch wieder brav da, wo wir vorher waren. Sind die Gegner auch verschwunden? Dann können wir jetzt endlich pennen, oder? Ja. Nochmal speichern. So, jetzt ist wieder alles anders. In Höhlen ist es jetzt auch ein bisschen anders, ne? Oder was habe ich da nicht auch was gelesen? So, verbrannte Gerichte können auch gegessen werden. Ich weiß nicht, der Arm sah auch so verbrannt aus. Wo waren das mit den Höhlen hier? Moment. So, wenn man in Höhlen geht und es Feuerzeug ausgerüstet, bleibt das automatisch ausgerüstet, wenn man dann am Seil klettert. Das ist schon gut, ja. Und man lässt auch nicht sofort los bei dem Seil und so. Okay, ja, das können wir auch noch mal gucken einfach. Und den Bogen soll es jetzt auch einfacher zu zielen sein. So, sorry, ich muss immer einiges ausprobieren hier. So, wir haben ja, es gibt ja einige neue Sachen hier. Hä, habe ich den nicht ausgerüstet? Da soll ja eine Kimme hinzugefügt sein. Kann man damit besser zielen? Das sieht auch ein bisschen anders aus, ne? Ich weiß es nicht ganz genau, was die Kimme ist. Oh, schlagt mich. Ich kenne nur das Sprichwort Kimme und Korn, du. Wenn es überhaupt nur spricht, das ist auch kein Sprach. Jetzt bräuchte ich ein Opfer, du. Haben wir überhaupt Pfeile? Haben wir natürlich nicht. Auch keine Sticks. Oh, nee.
ja super. Warum schlägt der nicht? Hallo? Was ist hier los? Der kann irgendwie nicht schlagen, hä? Kann ich schlagen? Hallo? Das ist ja echt toll. Okay, geht nicht. Wer ist was mit dem Internet hier? Ach, ich fresse hier mein Bart hier. Ich verstehe das nicht. Gar nicht. Ja, super. Hier sind die Leuchte, die wir brauchen können. Kann ich nur mit das hier lernen oder was? Geht auch nicht. Ach, hier geht doch gar nichts, ey. Den Speer kann ich auch nichts machen. Ist doch echt. Mach mal ein paar Pfeile. Was? Gleich kann man den Bogen auch nicht benutzen, bestimmt, ey. Hallo, wieso geht das nicht weg? Ich dreh gleich durch hier, ey. Mal, ist er überhaupt ein Fall jetzt? Ne, irgendwie nicht. Hä? 15 Pfeile, aber wieso, wieso? Ah, das ist doch irgendwas faul, du. Ich speichere noch mal und lade noch mal, du. Mitten in der Aufnahme. Ach, ich liebe es. Dann geht mal dies nicht, dann geht mal das nicht. Ach. So, erstmal gucke ich, kann ich schlagen? Kann ich. Komisch so. Das ist dieses über den Pfeil da. Dieses kleine Ding da. Oh! Diese, die greifen doch an. Ah, ja, das ist richtig, was ich gesagt habe. Das ist tatsächlich leichter geworden. Gut. Oh,
Was das eben war, das weiß ich auch nicht. Das ist schon wieder eine komische Aufnahme, du. Mit Nebel, hier hat man auch keine Orientierung. Nichts, du. Gibt's überhaupt noch. Wo sind die komischen Rebreather und die alten Pot und so? Das müssen wir doch nochmal finden, so. Ist alles komisch, du. Mann, der Frosch ist auch wieder da. Na, kennt ihr noch die Gegend? Und hier in der Gegend ist auch unser Flugzeug abgestürzt, glaube ich, ne? Ja, der keucht wieder, als hätte er Marathon gelaufen. Tatsächlich, hab mich ja mal gefragt. Und die Gegend fand ich ja nicht schlecht. Jetzt sieht sie natürlich noch besser aus. Jetzt haben wir uns ja markiert. Aber wo es soll ja auch was geben wie der Rollwagen der Fluggesellschaft. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ich wollte nämlich immer gerne alles entdecken. Mal da eigentlich wieder rein. Wahrscheinlich nicht. Aber immer dieser Nebel da. Mann, diese aggressiven Wildschweine, ey. Hier ein Ball, du. Eumel. Es ist wieder nebelig. Ja, gut. Ich möchte aber gerne den Topf finden und sowas. Aber der kommt schon wieder nicht klar, der Macker. Aber learn the basics. Ich weiß die Basics. Ja, Kollege, ich habe ein Geschenk für dich. Bitteschön. Und von Herzen. Hast du auch ein Geschenk für mich? Außer deine Zähne? Nein, hatte nicht. Da, schade, ich dachte, der hätte vielleicht die Cola oder so.
Gut, jetzt sieht alles ein bisschen anders aus, aber wo sind diese ganzen komischen Zeltplätze und sowas? Haben wir uns ja markiert hier, wie kommen wir auch wieder gut zurück? Ich brauche einen Eimer. Kochtopf. Tja, ich muss einfach weitersuchen. Ist irgendwie alles anders geworden. Jetzt, wenn man Lurche braucht, dann findet man auch keine. Ja, und immer zu Aufnahmen hat man einen Frosch im Hals. Mann, es tut mir leid. Wir müssen mich dann theoretisch tausendmal muten, das ist auch doof. Neben mir steht sogar ein Trinken, wo ich dann manchmal heimlich trinke und so, aber nützt alles nichts. Das ist, glaube ich, Let's Player-Krankheit. Wie der keucht, du. Oh Mann, oh Mann. Haben wir hier Fische eigentlich? Frösche, die man sowieso nie sieht. Aber Fische haben wir natürlich wieder nicht. Hier ist doch ein schöner Zeltplatz. Pilze esse ich auch mal, das sind ja Champignons. Wenn wir hier gleich keinen Pott finden, dann weiß ich auch nicht. Ist er doch. Ach, ich will eigentlich am liebsten hier hinsetzen. Nein, ich bin der King, du. King Prophet. Na, da hinten ist schon wieder ein Kollege. Der denkt auch, er ist der King. King Louis, du. Und für den habe ich auch ein Geschenk. Ich habe für dich auch ein Foto. Bitteschön. Das mal zur Not. Hast du auch was für mich, du? Irgendwie durch. Ist er durch den Boden gegangen? Nee. Aber was Besonderes hat er auch nicht für uns. Naja. Weezer, naja, ist jetzt nicht so wichtig. Hallo. Hinten kommt schon der nächste. Ich muss hier wieder alles abfackeln oder was? Du siehst auch lustig aus, du. Düt. Wo ist der andere Vogel, du? Hier ist zwar kein Vogel, aber was anderes. Was? Was war das denn?